Quetzalcoatlus is one of the largest flying reptiles of all time. The towering species lives up to the Aztec god that inspired its name. A gargantuan feathered reptile that dominates the skies. Ja, Leute, es ist jetzt wirklich nicht mehr lange hin, bis das Dominion Biosyn DLC rauskommt. Um genau zu sein, nur noch 5 Tage. Das ist wirklich nicht mehr so viel. Und heute ist auch der offizielle Start, glaube ich, von Jurassic World Dominion im Kino. Also schaut euch den gerne an. Denn wir werden heute auch eine Kreatur uns anschauen, welche aus dem Film ist und im Film vorkommt. Nämlich der riesige Flugsaurier Quetzalcoatlus. Der ist nämlich gestern und so ein bisschen genauer gezeigt worden in einem Species Field Guide. Und den analysieren wir jetzt mal so ein bisschen. Bin hier schon mittendrin. Und hier sehen wir das neue Biom. Neue Baumstämme, neue Gräser, neue Felsen, neue Bäume, neue Büsche. Werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also ihr könnt es ja ganz gut sehen, denke ich. Sieht auf jeden Fall sehr schnieke aus. Aber wir gehen jetzt direkt ein bisschen vor. Und dann sehen wir schon den Quetzalcoatlus. Wundert euch übrigens nicht, wenn es so ein bisschen huckelig aussieht. Das liegt daran, dass ich gerade Frame für Frame das Ganze vorspule, damit wir wirklich alles ganz genau erkennen können. Da ist der Quetzal. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Quetzalcoatlus. Passt schon. So, auf jeden Fall, die Flügelspannweite ist wirklich enorm von dem Quetzal. Müsst ihr jetzt bedenken, das Ganze ist gerade noch so ein bisschen gebogen hier. Wie er die Körperhaltung hat, wenn er das wirklich gerade streckt, ist es nochmal krasser. Also der ist wirklich, wirklich riesig, der Quetzal. Auch im Vergleich zu den Felsen und Bäumen im Hintergrund und so. Das sieht schon echt beeindruckend aus. Ist aber auch schwer zu erkennen hier auf dem Bild, muss man sagen. Es liegt auch einfach daran, dass die Felsen halt weiter weg sind und die Bäume. Und dann kann man immer schwer einschätzen, wie groß er halt wirklich ist. Aber ich finde, man kann hier nochmal ganz gut die Hinterpfoten, nennt man die so, Hinterfüße nennen wir sie einfach mal, sehen. Sehen super interessant aus. Und ich finde auch die ganze Farbe hier von der Haut sieht mega gut aus. Sehr detailliert. Das Weiß hier oben ist übrigens hell. Und das Schwarz hier hinten ist auch so ein Fellstück. So, jetzt wird's spannend. Denn jetzt kann man das erste Mal richtig den Größenvergleich sehen. Das hier ist übrigens der Ceratodactylus. Ich glaube, mit der größte Flugsaurier im Spiel, den es aktuell gibt, mit dem Tropiognathus, glaube ich. Und der wirkt wirklich winzig, ne? Das muss man halt mal bedenken. Der ist ungefähr so groß. Wenn man den Strich hier neben zieht, geht er dem ungefähr bis zum Knie. Und das ist echt beeindruckend. Und ihr müsst auch noch bedenken, ne? Der hier, der Ceratodactylus, der sitzt noch mal ein ganzes Stück weiter vorne. Also, wenn die wirklich nebeneinander wären, also wenn der Quetzal hier landen würde, wird das Ganze noch mal gigantischer aussehen. Und das ist ja so schon riesig. Also das müsst ihr halt bedenken. Da sieht man das schon wirklich ganz gut. Und was ich auch noch mega krass finde, was man hier echt gut sieht, ist, was der für eine Spannweite hat. Weil so breit ist jetzt ungefähr der Ceratodactylus. Und der würde hier wirklich einige Male, ja, ist jetzt ungefähr halt nur, in den Quetzal reinpassen. So 5 Mal oder so von der Breite. Und das ist schon wirklich nicht zu unterschätzen, weil der Ceratodactylus ist, wie gesagt, nicht klein. Er wirkt zwar jetzt mega winzig gerade, ist er aber gar nicht. Der Quetzal ist einfach so riesig. Das kann man gleich nach auch ein bisschen besser sehen, denke ich mal. Aber ich zeige euch jetzt nochmal eine richtig coole Animation. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Denn wenn der Quetzal landet, reagieren die anderen Flugsaurier mit Angst und fliegen davon. Weil die Erschütterung so krass ist, wenn er landet. Der ist ja auch gigantisch und schwer. Dann wird Staub aufgewirbelt. Und einmal hier ist einer. Und einmal hier ist einer. Die beiden fliegen jetzt gleich davon. So, da landet er. Staub wird aufgewirbelt und beide erschrecken sich. Und fliegen ganz, ganz schnell weg. Finde ich echt beeindruckend. Und man kann hier auch den Quetzal nochmal sehr, sehr gut sehen. Sehr cooler Schnabel hier oben. Das oben, das Blaue auf dem Kopf sieht auch cool aus. Ist halt der Skin aus dem Film. Und natürlich das schwarze Federkleid. Geht hier unten auch noch in weißes Fell über. Und dann hier unten wieder das schwarze. Das sieht schon alles echt beeindruckend aus. Finde ich richtig cool, den Quetzal. Weiß nicht, ob das sogar mein Favorit ist. Ich bin mir noch unsicher. Aber erstmal den Terizino und sowas noch abwarten. Da haben wir auch noch nicht so viel von gesehen. Ja, da fliegen sie auf jeden Fall davon. Ist eine super coole Interaktion zwischen den Flugsauriern. Hatten wir so noch gar nicht.
Hier kann man den Skin nochmal richtig gut sehen. Der ist wieder so krass detailliert. Sieht richtig schön aus. Das schwarze Fell hier oben. Und die Animation, wie er hier chillt, sieht auch recht cool aus. So den Hals zurück und dann legt er seinen Schnabel auf seinem eigenen Bauch ab. Oder auf seinem Brustkorb. Voll die süße Schlafensanimation. Und das hier kann man auch nochmal sehr gut sehen. Das Federkleid ist auch echt beeindruckend. Das haben die wirklich gut gemacht, die Entwickler. Und jetzt sieht man richtig viel. Da bin ich froh, dass wir Zeitlupe machen. Da sehen wir nämlich einmal ein Quetzal hier oben links fliegen. Dann sehen wir ein Quetzal hier Fische essen. Und ein anderer putzt sich, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig erkenne. Wir schauen uns das Ganze jetzt noch einmal in Echtzeit an. Und dann seht ihr schon, da passiert so unfassbar viel. Deswegen bin ich froh, dass wir nochmal zurückspulen können und uns das nochmal Bild für Bild angucken. Wir achten jetzt erstmal auf den hier. Ich glaube, der putzt sich gerade mit dem Schnabel das Fell. Wird übrigens zu so einer Hand gewechselt, muss ich nicht immer rumpinseln. Also der putzt sich da, glaube ich, gerade und hört gerade auf und schaut dann wieder nach oben. Boah, da kann man wirklich den Kopf nochmal richtig gut sehen. Heftiger Schnabel. Das Fell hier oben sieht krass aus. Das Auge sieht auch mega gut aus. Der ist so cool optisch. Ich habe absolut nichts daran auszusetzen. Sieht echt heftig aus. So, achten wir mal auf den nächsten. Ich würde sagen, den, der hier fliegt. Ja, da sieht man auch schon mal ganz gut die Fluganimation. Und jetzt achten wir mal auf den, der hier Fische isst. Also jetzt erstmal, hier sieht man nochmal ganz gut, wie groß der ist. Der nimmt hier easy mit seinen Flügeln die ganze Fläche ein, wo normalerweise irgendwie 3-4 andere Flugsaurier hinpassen. Und der hat sich hier komplett schon eingeklappt mit den Flügeln, um sich dann ganz links und rechts außen so ein bisschen festzuhalten. Also das ist wirklich vom Größenvergleich her mega heftig. Wir können ja gleich mal genau dieses Bild nehmen hier und dann genau an die gleiche Stelle mal einen anderen Dinosaurier stellen im Spiel. Dann kann man das, glaube ich, als Vergleich ganz gut sehen, wie groß das eigentlich ist. So, ich bin jetzt mal kurz in-game gegangen und habe das einigermaßen mal so nachgebaut. Also hier ist jetzt der Futterspender, wo der Quetzal halt drauf sitzt. Links hier den Fuß und rechts dort den Fuß. Und er macht sich dabei nicht gerade breit, also eher schmal macht er sich. Das heißt, er ist noch viel, viel breiter eigentlich als dieser Futterspender. Und damit ihr mal so einen Größenvergleich habt, habe ich hier mal einen Kamera. Das ist ein Sauropode, also wirklich schon ein sehr, sehr großer Dinosaurier. Und den packe ich jetzt mal auf diese Höhe. Und dann seht ihr, selbst der Camarasaurus ist mit seinen Füßen nicht so weit auseinander, dass er ganz links und ganz rechts beim Futterspender ankommt. Also das ist wirklich heftig, wie groß der Quetzal ist. Ich glaube, jetzt sieht man das wirklich ganz gut. Der ist jetzt auch direkt hier dran. Ich habe das Ganze jetzt mal für euch nebeneinander eingefügt und habe halt darauf geachtet, dass der Futterspender wirklich ungefähr im gleichen Winkel fotografiert ist und die Größe relativ identisch ist. Und jetzt haben wir eigentlich einen relativ genauen Größenvergleich. Und man muss sagen, der Quetzal ist von der Höhe auf jeden Fall so hoch wie ein Camara. Also der guckt natürlich jetzt gerade mega hoch, aber wenn er gerade guckt, wären die ungefähr gleich groß. Und von der Flügelspannweite, wenn er sich ausstreckt, wird das wahrscheinlich so ungefähr sein. Das heißt auch die Länge vom Camara. Mach die Striche nochmal weg. Wirklich beeindruckend. Also jetzt sieht man es wirklich ganz klar als Beweis, der Quetzal ist so groß wie ein Sauropode. Das ist wirklich insane. Damit ihr nochmal ganz kurz einen Größenvergleich habt, wie klein der Pteranodon im Gegensatz zu dem Camara ist. Also der Quetzal wird dann so groß sein wie dieser Camara und der Pteranodon dort drüber ist einfach winzig. Einfach nur beeindruckend. Hier sieht man ihn nochmal von hinten. Im Hintergrund schöne Biosyn-Gebäude. Und auf diesen scheint er dann auch landen zu können. Hier sieht man den Größenvergleich auch nochmal krass, ne? Weil diese Gebäude sind auch wirklich immer sehr riesig. Ich finde es halt auch cool, dass er damit interagiert mit den Gebäuden. Weil für den ist es halt auch schwieriger, was zu finden, wo er landen kann, ne? Außer halt auf dem Boden. Der kann ja nicht einfach auf diesen ganzen kleinen Felsen landen von der Größe. Deswegen nimmt er einfach die Gebäude. Oh, mega detailreich. Das ganze Gesicht, der Schnabel, das Fell. Sieht so gut aus.
Und ja, Leute, das ist der Quetzalcoatlus. In 5 Tagen im Dominion Biosyn DLC wird er dann vorhanden sein und spielbar sein. Ihr seht es nochmal. 14. Juni ist es soweit. Ich bin schon mega hyped. Der Quetzalcoatlus könnte auf jeden Fall mein Favorit werden. Finde ich bis jetzt mega gut. Könnte aber auch noch sein, dass eventuell der Therizinosaurus ihn ablöst. Da bin ich mal auf den Species Field Guide gespannt. Der kommt bestimmt in den nächsten Tagen. Und falls ihr nichts davon verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Und jetzt wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.